Wirtschaft TV, der Podcast mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Ronny Wagner ist hier, Experte für die Investition in Edelmetalle. Herr Wagner, schauen wir uns den Goldpreis an. Im Moment ist er in Dollar gerechnet bei 1800 Dollar. Letztes Jahr waren das 2000 Dollar. In Euro gerechnet ist er im Moment bei 1570 Dollar, die Feinunze. Aber auch da war der Preis letztes Jahr sehr viel höher. Ist Gold billig oder nicht? Ich denke, dass es immer eine Investition wert ist. Man sollte da jetzt sich nicht ablenken lassen von den kurzfristigen Verwerfungen und Schwankungen. Ich denke, das führt zu der Unsicherheit. Wir sollten da eher die langfristigen Zyklen, die langfristigen Trends im Auge behalten. Und da mache ich mir absolut keine Sorgen, dass wir in der nächsten Zeit dort höhere Preise sehen werden. Also auch wieder die Niveaus vom letzten Jahr? Und noch darüber hinaus. Warum? Wie begründen Sie das? Na, ich persönlich sehe es eher als Schwäche des Papiergeldes an, weil wir bewerten ja nun mal den Goldpreis in Papiergeldeinheiten. Und das führt in meinen Augen natürlich dazu, wenn der Euro weiter schwächelt, wenn immer mehr Geld gedruckt wird, dass dann natürlich die Feinunze in Gold stark steigen muss. Also Gold als Absicherung gegen Inflation, als Mittel der Wahl bei Inflationsängsten. Jetzt haben wir im Moment in Deutschland einen starken Anstieg der Verbraucherpreise. Auch in ganz Europa steigen die Preise stark. Trotzdem, der Goldpreis ist noch nicht da, wo er letztes Jahr war, als das Stichwort Angst vor Inflation das erste Mal aufkam. Warum? Naja, ich denke, dass es bei den Menschen noch nicht so richtig angekommen ist, ne? Und es gibt ja auch Alternativen zum Gold. Man muss ja jetzt nicht immer nur alles in Gold investieren, wenn man Angst vor Inflation hat. Ich denke, die Aktienmärkte oder aber auch Kryptowährungen scheinen für die meisten Menschen eine Alternative zu sein. Ob sich das in Zukunft dann bewahrheitet, ob das erfüllt wird, das wird die Zukunft zeigen. Ich persönlich setze lieber aufs Altbewährte. Viele, die in Gold investieren, wollen sich gegen mögliche Schocks an den Finanzmärkten absichern. Also die Idee ist da, sollten die Notenbanken vielleicht doch irgendwann nochmal Panikreaktionen auslösen an den Märkten, dann kann ich, wenn ich ein Depot habe, wo Wertpapiere drin sind, wo Gold drin ist, Verluste bei Wertpapieren zumindest ein bisschen abmildern mit einer Investition in Gold. Was halten Sie von der Idee? Ja, Diversifikationseffekte sind natürlich mit Gold durchaus zu erzielen. Ob die immer von Dauer sind, ist natürlich immer auch eine Frage, in was für einer Phase wir uns gerade befinden. Ich glaube, dass man einen Teil seines Vermögens durchaus in Gold anlegen sollte, um sich einfach vor auch sogenannten schwarzen Schwänen, die ja diese unvorhergesehenen Ereignisse, die immer wieder auftauchen, mit denen keiner rechnet, um sich da so ein Stück weit abzusichern, weil was die Zukunft bringt, wissen wir alle nicht. Was ist mit anderen Edelmetallen? Mir fallen ein Silber, Platin. Gibt es noch mehr? Silber, Platin, Palladium, das ist doch etwas, was die meisten Anleger, zumindest in unserem Kundenkreis, sehr oft beimischen. Das ist eine Alternative, weil natürlich auch das Thema Goldbesitzverbot für viele schon mal so ein Bewusstsein drin ist. Haben sie schon mal gehört, wird diskutiert. In der Geschichte ist es schon mal passiert und da greifen die Anleger durchaus auch mal zu alternativen Edelmetallen. Können Sie das nochmal erläutern mit dem Goldbesitzverbot? Naja, wenn wir uns die Geschichte anschauen, in Amerika hatten wir über 30 Jahre lang das durch Roosevelt ausgerufene Goldbesitzverbot. Das führte dazu, dass die Amerikaner kein Gold besitzen durften, zumindest mal in Form von Anlagemünzen eben nicht. Und das führte jetzt eben auch dazu, dass das wieder in den Fokus einiger Goldbugs rückt. Und dann müssen wir mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Ich persönlich glaube nicht so richtig dran, aber man muss ja auch auf die Kundenwünsche ein bisschen eingehen. Gilt denn für Silber, für Platin, für Palladium ungefähr das, was auch für Gold gilt, auch was Preisschwankungen angeht? Oder sind die irgendwie anders, risikoreicher? Nein, man muss das ein bisschen anders betrachten. Ich denke, Gold ist kein klassisches Investment wie eine Aktie oder auch der Silberbarren. Gold ist eine Währung und als solche sollte man sie auch betrachten. Silber, Platin und Palladium sind klassische Investments, sind Rohstoffe. Das gilt fürs Gold nicht. Es ist ja auch kaum in der industriellen Verwendung zu finden. Da hat man bei Silber, Platin und Palladium doch schon eine sehr viel größere Verwendungsmöglichkeit in der Industrie. Und deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Das darf man nicht über einen Kamm scheren. Da muss man schon Unterschiede machen. Gold besitzt man als Absicherungsinstrument, Silber, Platin und Palladium natürlich auch als klassische Rohstoffe. Viele sehr wohlhabende Anleger
müssen bei Ihrer Bank mittlerweile sogenannte Verwahrentgelte für Ihr Vermögen zahlen, also die sogenannten Strafzinsen. Spielt da irgendwie auch Gold eine Rolle? Ist das dann ein Mittel gegen oder etwas, was Anlegern durch den Kopf geht, wenn sie Verwahrentgelte, Strafzinsen zahlen müssen? Definitiv, das ist ein Thema. Wenn Menschen Geld von der Bank abheben und sagen, ich suche mir eine Alternative, dann fällt natürlich auch vielen wohlhabenden Anlegern durchaus mal das schöne Gold ein. Das macht auch absolut Sinn. Da muss man allerdings wieder ein bisschen aufpassen, nicht alles in Gold stecken. Aber wir sehen schon da so einen kleinen Trend in diese Richtung, dass man sich da versucht, eben auch gegen diese von Ihnen angesprochenen Themen abzusichern. Auch wenn ich Gold kaufe, physisch, muss ich ein Verwahrentgelt zahlen. Also ich muss irgendwo was dafür zahlen, dass da mein Gold liegt, wenn ich es nicht zu Hause im Tresor habe. Was ist damit, Aufbewahrungskosten für Gold? Wie hoch dürfen die sein oder wie sollte ich damit umgehen als Anleger? Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Modelle. Es kommt auf den Lagerort an natürlich. Wählt man ein Domizil hier in Deutschland, da ist man so mit 0,25 bis 0,5% pro Jahr bezogen auf den Wert des eingelagerten Goldes dabei. Wählt man eine ausländische Location, dann kann da schon mal das ein oder andere Prozentpünktchen dazukommen. Okay. Wie viel sollte eigentlich ein Anlagevermögen in Gold investiert werden, in Edelmetalle? Also was ist da vernünftig? Das ist ja immer eine persönliche Risikowahrnehmung, die jeder Einzelne vornimmt oder Risikoeinschätzung. Das geht los bei 5%. Die meisten Berater gehen da so auf 10%. Ich persönlich glaube, da kann man durchaus auch nochmal in die Richtung 20% oder 30% gucken, je nachdem natürlich auch, was es für Alternativen am Kapitalmarkt gibt. Und da sehe ich momentan eben nicht so viele Möglichkeiten, wie man sinnvoll sein Geld über diese Phase jetzt anlegen kann. Also nochmal eine Frage, die ich schon gestellt habe, aber machen wir den Sack zu. Lohnt sich der Einstieg noch in Gold jetzt? Absolut, jederzeit. Da sollte man, so wie ich das auch schon viele Jahre tue, permanent nachkaufen. Der Preis spielt nicht so eine Rolle, weil wir haben es hier mit einem endlichen Anlagegut zu tun. Irgendwann ist Schluss mit lustig und irgendwann werden wir auch die Abrechnung präsentiert bekommen und da sollte man das Gold haben. Sie wissen, das Wort hätte gibt es nicht, dann zählt nur das Haben. Sagt Ronny Wagner, Experte für die Investition in Edelmetalle, in Gold und andere Metalle. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und ja, herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Demnächst wieder bei Wirtschaft TV.